Nein, ganz loslassen kann und will Horst Rubisch auch als Rentner nicht. Zu sehr hat der 67-Jährige das letzte Hurra, diese achtmonatige Mission mit seinen Mädels, genossen. Bei der Frauennationalmannschaft, so schwärmte er vor seinem Abschiedsspiel am Dienstag 16:00 Uhr im Live-Ticker gegen Spanien, sei es wie zu seiner eigenen Anfangszeit als Spieler, es ist Ehrlichkeit drin, ich brauche nichts anzuschieben. Also gab der scheidende Bundestrainer ein Versprechen ab. Es ist fest ausgemacht, dass ich nächsten Sommer zur WM komme. Rubisch kritisiert Männergehälter fernab vom Paralleluniversum. Männerprofifußball hat Rubisch Werte wiedergefunden, für die er schon immer stand. Zwar fragte er nach dem 5:2 am Samstag gegen Italien beiläufig die Journalisten nach den Bundesliga-Ergebnissen, doch die finanziellen Auswüchse der Branche gehen ihm gegen den Strich, ich bin mit diesen Summen schon lange nicht mehr einverstanden. Wenn ich die Zahlen lese, dann wird mir Angst und Bange, sagte der EM-Held von 1980, der 6 Jahre nach dieser Sternstunde von Rom bei seinem Ex-Club Rot-Weiß Essen seine illustre Trainerlaufbahn begann. Als Zweckwaffe beim DFB seit 2000 arbeitete das einzige Kopfballungeheuer in diversen Funktionen beim Deutschen Fußballbund. 18 Jahre später schließt sich der Kreis für den kernigen, aber immer geradlinigen Mann mit dem sensationellen Gespür für Talente und Menschenführung. Ich bin dankbar, dass ich das hier noch mitnehmen durfte, sagte Rubisch über das unverhoffte letzte Kapitel. Im März sprang der DFB-Sportdirektor wieder einmal in die Bresche. Steffi Jones musste gehen, da die so erfolgsverwöhnte Frauenauswahl erstmals die WM-Teilnahme zu verpassen drohte. Als sich dann die erste Option, Ex-Chef-Ausbilder Frank Wormuth, zerschlug, fackelte die pflichtbewusste Allzweckwaffe nicht lange. Vor der Staffelübergabe an die von ihm selbst ausgewählte Martina Voss-Tecklenburg gibt er nun offen zu, wenn ich 60 wäre, hätte ich selber weitergemacht. Bei der WM nächstes Jahr in Frankreich, 7. Juni bis 7. Juli, um den Titel mitzuspielen, das hätte was. Seine wieder aufgeblühten Schützlinge werden den Chef mit der natürlichen Autorität und dem reichen Erfahrungsschatz vermissen. Es war eine prägende Zeit mit Horst, sagte Mittelfeldspielerin Lina Magull. Von einer solchen Legende lerne man für sein Spiel, aber auch fürs Leben. Zum Dank soll in Erfurt der 8. Sieg im 8. Spiel her. Andere Abschiedsgeschenke möchte Rubisch auf keinen Fall haben. Rubisch will sich mehr um Familie kümmern, nun rückt die Familie in den Mittelpunkt. Das hat er seiner Angelika versprochen. Meine Frau lässt sich sonst scheiden, hat er mal erklärt. Nochmal soll die große Traumreise des Hobbyanglers und Pferdezüchters nicht verschoben werden. Es geht per Auto durch Neuseeland, 50 Tage lang, dann weiter nach Malaysia, Singapur, Hawaii und Las Vegas. Man weiß nicht, wie lange der Faden noch hält, sagte Rubisch, und ich möchte noch ein paar andere Dinge erleben. Abseits vom Fußball. Und wenn der DFB in der nächsten Notlage doch anruft. In Neuseeland geht kein Telefon. Dann vielleicht eine neue Rolle. Mal sehen, was passiert. Eines aber schließt er kategorisch aus. Bei seiner alten Liebe, dem Hamburger SV, wird Rubisch kein Amt übernehmen. Das, sagt Rubisch kopfschüttelnd, wird nicht passieren. Jetzt die Sport1-App herunterladen.